Der Jubel war groß unter den schönsten 12, die sich für die Miss Ostschweiz-Wahl 2011 qualifiziert haben. Es war ein mega Gefühl. Also man kann es fast nicht beschreiben. Am Anfang glaubt man es gar nicht. Und ich bin ja noch ziemlich lange auf der Bühne gestanden. Und ich habe gedacht, nein, jetzt ist es vorbei. Aber nachher hat es noch geklappt. Ja, zu einer Misswahl gehört auch ein Quäntchen Glück. 12 gewinnt. Wie bei uns, 12 Finalistinnen sind jetzt bei der Miss Ostschweiz-Wahl 2011 gewählt. Hier im Swiss Casino St. Gallen ist bereits auf die einzelnen Finalistinnen gesetzt worden. Aber ich setze auf alle 12. Und damit kommen wir zum dritten Challenge der Miss Ostschweiz. Die Location, einmal mehr das Swiss Casino. Doch wer glaubt, dass es wieder eine Abend-Gala-Show gibt, der irrt. Jetzt mal ganz ehrlich, sieht man mir an, wie spät es ist? Es ist nämlich 7 Uhr am Morgen, ich bin seit 2 Stunden wach und ihr seid dabei beim Challenge Nummer 3 im Swiss Casino St. Gallen. Damit ich einigermaßen gescheit aussehe, ist zum Glück das Team vom Bettig da und holt aus mir das Beste raus. Sie sind auch da für die 12 Finalistinnen, die heute ein professionelles Fotoshooting haben, das erste Mal vor der Fernsehkamera stehen und auch am Team vom Laut und Spitz zur Verfügung stehen. Lasst euch überraschen, wie das aussieht und vor allem lasst euch überraschen, wie ich gut aussehe. Wer schön sein will, muss leiden. Aber schon morgens um 7? Ja, mega stressig. Ich habe Gott sei Dank die Sachen schon gestern parat gemacht. Also einfach die Strümpfe und die Schuhe. Und das Kleid haben wir bekommen, geschminkt sind wir auch worden und die Haare sind auch frisiert worden. Ja, ich habe eine halbe Stunde spät aufgestanden, aber es Gott sei Dank gleich noch pünktlich geschafft. Ein Glück, denn das hätte unter Umständen Punktabzug gegeben. Auch für das Swiss Casino ist die morgendliche Zeit etwas ungewohnt. Guten Morgen, mein Name ist Massimo Schamalder, ich bin Chef vom Swiss Casino St. Gallen. Wir sind heute nicht ein Casino, sondern ein Fotostudio. Wir begrüßen die Mädels von der Miss Ostschweiz für ihr erstes professionelles Shooting. Die jungen Frauen haben 5 spannende Männer für sich. Ich freue mich aber jetzt schon aufs Finale am 16. April in der Olmenhalle. Man kann sich schon jetzt das Blitzlichtgewitter bei der Finalshow vorstellen. Um die Girls darauf vorzubereiten, ist Starfotograf Leo Böttinger zu Gast. Damit die Fotos gelingen, sind alle gefordert. Das passt nicht. Was nicht passend ist, wird eben passend gemacht. Talent kann man allen Finalistinnen attestieren. Und wer kann bei so viel Charme noch widerstehen? Der ganze Tag war sehr interessant, toll, neue Erfahrungen gemacht. Als ich das erste Mal in den Spiegel geschaut habe, bin ich ein bisschen verschrocken, weil ich mich noch nie so gesehen habe. Aber positiv natürlich, ja, es war wirklich super. Den Girls steht noch jede Menge Arbeit bevor. Doch von dem professionellen Coaching können sie mit Sicherheit profitieren. Und da wir schon vom Profitieren sprechen, unser Gewinnspiel, präsentiert von einem prominenten Paparazzi einer großen Online-Plattform. Hallo, ich bin der Dani, ich bin Partyfotograf und begleite Miss Ostschweiz. Und unsere heutige Frage lautet, für wen fotografiere ich? Für A, leise und stumpf oder B, laut und spitz? Wer es weiß, schnell eine E-Mail an quiz@missostschweiz.ch. Zu gewinnen gibt es 2 VIP-Tickets für die Finalnacht der Miss Ostschweiz, inklusive Sektempfang. Und hübsch machen nicht vergessen. Apropos. Viel Glück wünsche ich euch. Wir freuen uns jetzt schon riesig auf unsere nächste Challenge Nummer 4 bei der AMAG Retail Herbruck.